Yo, 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 was geht ab, meine Freunde? Willkommen bei der nächsten Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut, meine Freunde. Kurios ist wie immer mit am Start. Jo, was geht ab, Leute? Abonniert den Channel. Aktiviert die Glocke. Wir machen die geilste Reaction. Jetzt geht's los. Mixo, MacLoud. Mal gucken, was die Neues fabrizieren. Die haben sich diesmal Jamulo und Nimo geschnappt. Die machen sowieso immer Bretter. Mal gucken, wie krass das Ding wird. Ich feier die beiden, Jamulo und Nimo. Ja, Mixo und MacLoud haben auch geile Beats am Start. Das geht hier um deren Sampler von Futura. Ich denke, Futura heißt auch der Sampler danach. So, meine Freunde, legen wir einfach direkt los und lassen uns überraschen, was die Jungs zu bieten haben. Ich bin gespannt. Was sagst du? Kleines animiertes Intro. Schon mal ein geiler Anfang. Kommt es immer am Anfang oder ist es neu? Die hatten beim letzten hatten sie was anderes, da waren sie so eine Spielfiguren auch, weißt du? Eingepackt in so eine Packung. Und jetzt war hier das mit den Greifarm. Kann sein, dass das nächste Video wieder was Neues kommt. Es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Jamul ist King. Wenn er schon reinkommt, ist schon Wie stabil, auch bei Alter. dem Haftbefehl-Video, ich finde diese neuen Schriften King, Alter. Gibt es diese Schrift oder haben die extra diese Schrift entwickelt? Ich würde sagen, die haben die extra entwickelt. So ein bisschen Asia-Style, aber doch leserlich. Das erinnert mich an irgendein Army-Video, ich weiß jetzt gar nicht welches. Könnte ich gar nicht sagen, aber habe ich definitiv auch schon mal So gesehen. ist gerade Mode, dass man deine eigene Schrift an den Start bringt. Also bitte frag mich nicht. Denn es endet immer im Streit, auch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey. Kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ist geil, hört sich sehr gut an. Der Beat ist geil. Jamule ist voll im Beat drin. Ich feier den Jamule-Vibe. Ja, der ist stabil. Krasser Künstler. Ja, es endet immer im Streit, auch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Kann verstehen, dass du mir nicht vertraust, aber bei mir bleibst, weil du mich brauchst. Ich dich aus. Streiten wie das Shit verbraucht, ich liebe dich so sehr, doch gerade. Wie auf den kleinen Dingern hier rumfährt, so während der Rap, das geht. Pass ich dich an, denn diesmal passt ich mich auf, was ich sage und wie ich rede. Komm ich nicht, wenn du mich vermisst, auf Wiedersehen. Bin lost irgendwo, mit irgendwem. Aber du weißt, dass ich morgen vor deiner Türe stehe. Nimo peppt es gerade auch noch ziemlich auf, finde ich. Also die Kombi zwischen den beiden ist ziemlich cool. Ja, ich bin wahnsinnig, doch ich war auf alles, ich war nicht im Atem. Ich hab keinen Plan, warum es ausgeartet ist. Doch alles wird gut, wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Doch alles wird gut. Ist cool, also bis Die jetzt sind finde ich es King. geil. Leute, wenn ihr wollt, dass die beiden Kollabo-Album machen, macht ein X in die Kommentare. Ich will, dass die beiden ein Kollabo-Album machen. Wird ein Überbrett, Die Alter. harmonieren gut zusammen, ja. Wenn wir zwei uns in die Arme nehmen. Lass mal schlafen, gern besser ist, du fragst mich nicht. Es ist besser, wenn du nicht weißt, wo ich gestern Nacht war. Also bitte frag mich nicht. Denn es endet immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Ja, das Video haben die auch mit Humor gemacht, auf jeden Fall. Schon mal auch gechillt. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Wolltest du gerade noch was sagen? Nein. Geil. Außer, dass es geil ist, wollte ich nichts sagen. Oder dass ich Nimo schon richtig lange feiert. Er hat richtig krasse Sachen schon abgeliefert. Bin stolz, dass er jetzt seinen eigenen Weg geht, da mit seinem Label und sowas. Mal Er ist okay. gucken, wie krass er da noch expandieren wird, explodieren wird. Er ist schon lange Und dabei. Jamule, Alter, seitdem PA ihn gesigned hat, King. Seitdem ist er auch erst am Start, ne? Also Ja, vorher habe ich von vor. Jamule noch nichts gehört. Ja, ich auch nicht, kannte ich ihn nicht, ne? Habt ihr schon vorher was von Jamule gehört, meine Freunde? Schreibt in die Kommis, wenn ihr da was gehört habt. Ich nicht. Bei mir ist er auf dem Schirm, seitdem PA ihn halt gesigned hat vorher. Du weißt doch, was ich mein. Hey, einmal lachen und dann weinen. Tausende Nachrichten, die du schreibst. Sag mir endlich, wann geht das vorbei? Bin im Studio und mach Hits, während du denkst, ich bin mit einer Bitch. Wie er da hinten springt, Alter. Er hat auf jeden Fall, ja, davor war ja Dings drin.
Jamule davor. Und er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr übertrieben starken Wiedererkennungswert, was heutzutage, oder was heißt heutzutage, was allgemein in der Musik ziemlich wichtig ist. Und Jamule hat es genauso wie Nimo das auch hat. Also beide haben einen krassen Wiedererkennungswert. Also egal, wo was von denen läuft, du hörst sofort, okay, das ist Jamule oder ey, ja krass, das ist Nimo, weil man erkennt die einfach sofort. Leute, ich will die X in den Kommentaren sehen, Alter. Nur wegen unserer Reaction machen die ein Collabo-Album, Leute. Reichen wir das? Schaffen wir das? Mach die X in die Kommentare. Du willst mich lieben, doch du hast mich. Nein, ich mach das nicht mit Absicht. Immer diese Kopf-X, das ist toxisch. Du bist, was ich brauch, Babe, und manchmal doch nicht. Glaub mir, was ich sag, wenn ich auf den Gossip. Ja, ich bin am Start, wenn du wieder los bist. Ja. Yeah. Geiler Song, Alter. Ich muss zwischendurch stoppen, ich hätte jetzt eigentlich durchlaufen lassen, aber gibt manchmal muss ich anhalten einfach. Nix zu meckern bei Jamule, Alter. Die Lines krass, der Style krass, der Vibe krass. Also der Vibe ist immer krass. Er rappt sogar, verstehst du, obwohl er singt eigentlich. Hat er immer ist besser, krasse wenn du Styles. Nicht weißt. Was hat er? Immer krasse Styles mit drin, in seinen Gesang sogar. Ist krass. Wo ich gestern Nacht war, ist halt der Jamule-Style. Denn es endet immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Hey, kann verstehen, dass du mir nicht vertraust. Ich weiß selber nicht mal, was ich brauch. Ja, es endet immer im Streit, doch wenn es drauf ankommt, weißt du, ich bin da für dich. Ja, Video sieht auch noch Spaß aus, auf jeden Fall. Also. Ich glaube, wir sollten uns auch so ein Keyboard hier zulegen fürs Studio. Ja. Leute, sponsert ihr uns so ein Gerät, damit unser Sound endlich noch ein bisschen cooler wird. So, meine Freunde. Mix in McLeod, featuring Jamule und Nimo. Frag mich nicht. Geiler Song. Wirklich guter Song. Ich hätte jetzt die Kombo, hätte ich so auch gar nicht erwartet, sage ich mal. Oder, aber passt übertrieben gut zusammen. Also die harmonieren übertrieben gut zusammen, Jamule und Nimo. Der Beat von Mix in McLeod, auch sehr geil gewesen. Groovy, Alter. Das ist auf jeden Fall tanzbar. Geiles Ding. Gibt auf jeden Fall ein Like, Abo ist ja eh schon da. Ja, geil. Wie viele Songs haben die jetzt für dieses Futura hier eigentlich gehabt? Ich glaube 3, oder? 4. Keine Ahnung. Krass. Vier Stück. Ja, den hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, Lonely. Sehr geil. Ich bin mal gespannt, was da noch in Zukunft auf uns zukommen wird. Aber definitiv geil. Die machen das richtig, die Jungs. Schnappen sich immer krasse Künstler, Alter, und bringen Bretter an den Start. Ja, die haben auch die Connection dafür, um das zu machen. Gibt es Produzenten, die als Produzenten mehr angesagt sind hier in Deutschland als die? Jetzt so vom Namen her? Dieses, The Crates. Die sind wie DJ The Crates. Ja, bestellen die sich so nach vorne und machen einen The Crates Sampler, wo die dann Künstler pushen? Ja, ist doch auch draußen, ja, ja klar. Okay. Davor war doch auch von Bones der eine Song. Ich find's geil, was die auf die Beine stellen. Die als Produzenten sich so einen Hack zu holen, ist schon geil. Die haben doch letztens erst gepostet, dass das Anthrazit-Studio von The Crates und Raf Camora ausgebaut wird. Was hatten die? 800 Releases, davon waren 40 oder sowas, Gold- oder Platin-Status oder, nee, Gold-Status, mehrere Platin und ganz krass auf jeden Fall. Also The Crates sind mit ganz, ganz krass angesagt. Ich finde, die Producer haben auch zwei komplett unterschiedliche Styles. Aber beide sind so geil. Also was heißt beide, sind ja mehrere Leute. The Crates sind ja auch zwei. Aber sozusagen dann alle vier Jungs, die haben es drauf. Jeder hat so sein Ding. Okay, cool. Bis jetzt hatte ich noch nicht auf dem Schirm, dass die ihr eigenes oder Sampler oder Album, wie man das auch immer nennt, rausgebracht haben, wo sie nur Künstler so pushen. Halt, dass sie das genauso wie die machen. So, meine Freunde. Wie findet ihr den Song? Von Mix to McLeod, Jamule und Nimo, frag mich nicht. Wie ich schon meinte, beide ziemlich geil im Vibe gewesen. Der Beat hat gestimmt. Digga, hast du noch was zu sagen? Ey, mega krass. Leute, vergesst nicht, die X'e zu machen. Geiles Video. Zwei überkrasse Künstler. Mich flasht das. Ich würde den Song gleich in meine Playlist machen. Obwohl ich nicht viele Songs in meine Playlist mache. Aber das ist geil. Das ist für mich Spaß an der Mucke, Alter. Geile Mucke. Perfekt. So, meine Freunde, das war's von uns. Ich hoffe, ihr seid gleich bei der nächsten Reaction wieder mit am Start. Bis dahin, bleibt stabil, bleibt gesund, lasst euch nicht auf den Sack gehen und bis gleich. Wir sind raus. Peace.